Herr, wir lieben dich, mehr anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nun bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, gut zu mir. Du bist vollkommen. Du bist vollkommen, gut zu mir. Du bist vollkommen, gut zu mir. Danke Jesus, wir bringen unseren Lob zu dir. Wir loben dich und wir preisen dich, Jesus. Vater, du hast seinen Sohn geopfert für mich. Jesus, du bist gekommen, du hast alle meine Sünde auf sich genommen. Und du hast diesen Preis bezahlt. Du hast mich gereinigt durch dein Blut von meiner Sünde. Ich war tot. Ich war getrennt von dir. Aber durch deine Gnade, Vater, in Jesus Christus, du hast mich lebendig gemacht. Danke, Jesus. Ich lobe dich. Ich beuge mich vor dir jetzt. Ich gebe dir ganze Ehre. Du bist mein Herr. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Halleluja, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du bist zu mir gekommen. Du hast meine Augen aufgetan. Du hast mir die Wahrheit gezeigt. Du bist gekommen mit deinem Licht. Danke für dein Licht, Jesus. Du bist Licht dieser Welt. Ich habe gelebt in Dunkelheit. Aber dein Licht ist zu mir gekommen. Danke, Jesus. Wir preisen dich, wir loben dich, Jesus. Halleluja, Halleluja. Du bist so gut. Deine Liebe ist so groß. Wir begreifen nie diese Last, was du hast getragen am Kreuz. Für mich, für jeder von uns. Jesus, Jesus, du kennst unser Herz. Du bist da. Und danke, dass du heute möchtest deine Gegenwart offenbaren. Deine Liebe. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Und ich bete im Namen Jesus. Amen. Amen. Wir können Platz nehmen. Schön, dass du gekommen bist. Schönen guten Morgen. Halleluja. Ist jemand heute noch neu bei uns oder ist noch gekommen? Noch mehrere, das am Boden gestanden. Gott segne dich. Halleluja. Das darfst du nicht. Halleluja. Ich möchte gleich zu Wort kommen. Ich habe vorbereitet vom Neuen Testament, von Rema Brief, aber Titel habe ich genommen vom Alten Testament. Also für uns, Alte und Neue Testament, ist sehr wichtig. Amen. Das ist die Wahrheit. Gottes Wort sagt, dass die ganze Bibel ist durch Gottes Geist gegeben worden und durch ihn erfüllt. Amen. Und dieses Gottes Wort hilft uns, die Wahrheit zu erkennen und auch bringt uns auf den richtigen Weg. Ja, kann passieren, wir sind nur Menschen, wir können Fehler machen, aber wenn wir lesen Gottes Wort, er hilft uns, diesen richtigen Weg zu finden. Amen? Amen. Das ist genau wie, wir haben zwei Beine. Hast du schon probiert, mit einem Bein gehen? Ist schwer, oder? Also, Alte und Neue Testament und genau zwei Beine helfen uns, diese richtige Balance zu haben. Amen. Also, und stabil und stark zu sein. Halleluja. Amen. Okay. Ich lese vom Rema Brief, Kapitel 3, Vers 23 bis 25. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Das ist sehr wichtig. Und durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sündopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sünde vollzogen worden. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Amen. Und jeder habe genommen, wo bist du? Das ist eine gute Frage. Aber das ist die erste Frage. Ja. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Danke für deine Gnade, deine Liebe. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, sprich heute zu uns, sprich auch durch mich und hilf uns, alles empfangen, was du vorbereitet hast. Halleluja. Stärke uns, gib uns heute neue Hoffnung, neue Gedanken, neue Kraft. Wenn jemand braucht Heilung, heile heute, befreie. Danke dir. Amen. Also, ich möchte heute predigen, was ich empfangen habe, was ich erlebt habe, was ich in meinem Herzen habe. Ja? Ich habe diese Stelle gelesen und ich möchte heute predigen über so 4 Punkte. Aber die Punkte sind sehr, sehr wichtig in unserem Leben. Und kommen wir zum ersten Punkt. Wir haben gelesen, alle haben gesündigt. Also, erster Punkt, die Sünde. Und wirklich, bin ich Sünder? Wirklich? Alle haben gesündigt? Oder ist jemand heute ohne Sünde da? Oder hat niemals gesündigt? Ja? Also kommen wir zu Mosebuch. Ja? Und dort lesen wir, dass Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Ja? Durch sein Wort. Gott hat alles geschaffen. Sein Wort hat Kraft. Und Gott hat wunderschöne Garten gemacht und im Garten versetzte er die Menschen. Ja? Also zuerst hat die Garten gemacht, das ist wichtig, und dann versetzte er die Menschen. Dadurch, wir können sehen, dass Gott sorgt für seine Kinder. Amen? Wenn du Kind Gottes bist, Gott sorgt für dich. Du brauchst keine Angst vor Zukunft haben. Halleluja. Und Gott hat zu Menschen gesagt, du darfst von allen Bäumen essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, du darfst nicht essen. Sobald du davon isst, du musst sterben. Also, wow. Gott hat nur einen Gebot gegeben, aber sehr, sehr ernst. Es geht um Tod und Leben. Und wenn Gott etwas zu uns spricht, es ist zu unserem Besten. Das können wir niemals vergessen. Ja? Wenn Gott spricht zu dir etwas, tu es. Ja? Gehorche sein Wort. Dadurch, wir sparen uns viele Probleme. Amen? Kannst du sagen? Amen. Und also durch Ungehorsam Adam und Eva ist die Sünde auf diese Welt gekommen. So spricht Wort Gottes. Und wir können lesen in Römer 5,12, ja, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch die Sünde der Tod. Also Folge der Sünde ist Tod. Ja? Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen und deshalb haben auch alle gesündigt. Also, alle haben gesündigt. Alle haben verdient Tod. Ja? Heute Sonntag, die sieht nicht gut aus. Also, wir wollen gute Nachricht hören, oder? Aber es ist die Wahrheit. Alle haben gesündigt. Und Lohn der Sünde ist Tod. Ja? Und deshalb, alle Menschen haben sündige Natur. Ja? Durch Ungehorsam, wir haben sündige Natur. Oder verdorbene Natur. Also du kannst dich selber prüfen. Du kannst nehmen zum Beispiel 10 Gebote. Du kannst 9 Gebote erfüllen. Kannst du das wirklich? 9 Gebote. Aber okay, du kannst 9 Gebote. Aber wenn du brichst nur ein Gebot, du bist Sünder. Okay? Das ist die Wahrheit. Ja? Also wirklich, alle haben gesündigt. Ich und alle. Und hast du erkannt, dass du wirklich, dass alle Leute haben gesündigt? Dass du gesündigt hast? Hast du schon erkannt? Das ist die Frage, ja? Und, aber es gibt gute Nachricht. Halleluja. Es gibt gute Nachricht. Und Gott spricht zu uns durch sein Wort. Johannes der Täufer hat Jesus gesehen. Und Johannes hat gesagt, das ist Jesus Christus. Und das ist der Lamm Gottes, der Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Wow, das ist gute Nachricht. Also ist jemand gekommen auf diese Welt und er nimmt Sünde der ganzen Welt. Das bedeutet meine und deine Sünde. Er nimmt weg. Wie kann das passieren? Und wie Jesus ist gekommen in diese Welt, als Lamm Gottes. Es kommt von Gott. Und Gott hat seinen Sohn geopfert. Weil Lohn der Sünde ist tot. Wir alle, wir müssen sterben. Also sterben, die bedeutet getrennt von Gott. Und also Jesus hat alle Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Aber es gibt eine, ich kann sagen, Sünde, die uns Gott niemals vergibt. Aber bevor ich komme zu der Sünde, ich erzähle 2 kurze Zeugnisse. Sehr wichtig. Also vor mehreren Jahren, ein junger Mann hat mit mir gearbeitet, er war 18 Jahre. Wir haben zusammen 3 Wochen gearbeitet, wir haben zusammen gegessen und jeden Tag habe ich über Jesus erzählt, über die Bibel, über die Wahrheit. Er hat gefragt und so weiter. Und zum Schluss, er hat zu mir gesagt, Richard, ich glaube, was du sagst. Ich glaube, dass Gott gibt und so weiter. Weißt du, ich werde mich bekehren, wenn ich über 60 bin. Ich habe gesagt, ich werde Gott loben und preisen. Und Himmel wird sich freuen. Aber woher weißt du, dass du morgen lebst? In diesem Moment, das weiß ich nicht. Und zweites Zeugnis, ich habe schon viel erzählt, eine Ehepaar ist zu uns gekommen, also von Versicherung, sie wollte uns eine Versicherung anbieten. Die Frau war über 18, ja. Und, aber wir haben gehabt bessere Angebote. Jesus Christus. Bessere Versicherung. Ich habe über Jesus erzählt und sie hat angefangen zu weinen. Aber sie hat gesagt, ihre Leben war wirklich traurig. Sie hat einen einzigen Sohn gehabt. Der Sohn ist ums Leben gekommen bei Unfall. Sie hat also Alkohol getrunken, Depression, sie hat sich zu Hause gesperrt. Aber sie hat angefangen zu weinen und sie hat gefragt, ob darf mit uns in die Gemeinde fahren. Ich habe gesagt, natürlich. Ich habe sie mitgenommen während des Gottesdienstes. Sie hat wirklich die ganze Zeit geweint. Sie ist nach vorne gekommen. Sie hat Jesus angenommen, Buße getan. Ich habe für sie gebetet. Und ich habe gesehen, ihr Gesicht war anders. Ja? Und wir sind gekommen, also nach Hause. Sie kommt zu mir und hat gesagt, Richard, ich danke für alles und ich möchte mich verabschieden. Habe gesagt, hey, kein Problem, wir sehen uns nächste Woche. Ich wollte nach Wien fahren, aber sie hat gesagt, ich möchte mich verabschieden. Okay. Sie hat mich umarmt, geküsst und einfach, ich bin nach Wien gekommen. 4 oder 5 Tage später, ich habe die Nachricht bekommen, sie ist tot. Sie ist gestorben. Ich habe geweint. Ich habe geweint, aber ich war traurig. Ich habe gefragt, Herr, warum? Warum? Sie hat neue Leben angefangen. Und zu mir ist eine Stimme gekommen. Die Stimme hat gesagt, wer bekennt mich vor den Menschen? Ich bekenne ihn vor dem Vater im Himmel. In diesem Moment, meine Traurigkeit war weg. Ich habe Friede bekommen und habe gebetet. Danke, Jesus. Sie ist nach Hause gegangen. Sie ist jetzt mit dir. Halleluja. Warum erzähle ich das? Jesus hat gesagt, dass Johannes 16, Johannes 16, Vers 8, 9, du kannst lesen zu Hause, aber was trinken? Jesus hat gesagt, wenn er gekommen ist, also Heiliger Geist, er wird die ganze Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie an mich nicht glauben. Ja? Das bedeutet, Leben ohne Jesus ist die Sünde. Und solange wir leben auf dieser Erde, wir haben Zeit, wir haben Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Jesus bekennen, seinen Namen anrufen. Solange wir leben. Aber wenn wir sterben, es ist zu spät. Ohne Jesus. Es ist zu spät. Und diese Frau, 4 oder 5 Tage, hat empfangen Gottes Gnade. Halleluja. Amen. Gott will alle Menschen retten. Amen. Gott will alle Menschen retten. Aber Entscheidung liegt bei uns. Und noch eine Engel ist gekommen zum Josef, also Mann von Maria. Und hat gesagt, deine Frau wird einen Sohn gebären. Du sollst ihm Namen Jesus geben. Und jetzt sehr wichtig. Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Vor ein paar Jahren, ich habe das gelesen. Ich sage euch, ich war traurig und geschockt. Warum? Nicht alle Menschen werden gerettet. Gott will alle Menschen retten. Jesus ist gestorben für alle Sünde. Aber da steht, sei Volk. Und die Frage ist, gehörst du zu Jesus? Ja. Ist seine Blut in deinem Herzen? Hast du schon Jesus bekannt? Angenommen als Herr deines Lebens? Halleluja. Das ist die erste Frage, wo bist du? Gehörst du zu Jesus, zu seinem Volk, sein Leib? Halleluja. Bist du gerettet? Ist die gute Nachricht, ne? Preis den Herrn. Also kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Alle haben gesündigt und Gottes Herrlichkeit verloren. Also Gottes Herrlichkeit. Können wir überhaupt beschreiben, Gottes Herrlichkeit? Wir lesen im Alten Testament, zum Beispiel Mose hat erlebt Gottes Herrlichkeit. Aber Gott musste Mose abdecken mit Hand, dass Mose nicht stirbt. Gottes Herrlichkeit. Oder Zeit der Begegnung ist erfüllt worden durch Gottes Herrlichkeit. Und niemand konnte reingehen. Und im Neuen Testament, die Hirten haben gesehen, Herrlichkeit des Herrn. Und sie haben Angst bekommen. Also, können Sie beschreiben Gottes Herrlichkeit? Und ich habe gebetet, wirklich, während der Vorbereitung, Herr, was bedeutet Gottes Herrlichkeit? Mit einem Wort, einfach so, dass ich verstehen kann. Mit einem Wort. Das war meine Frage von meinem Herzen. Und ich habe eine Stimme gehört, klare Stimme hat gesagt, Gegenwart Gottes. Das kann ich besser verstehen. Ja? Gegenwart Gottes. Und ich bin geleitet worden in 1. Mosebuch 3,9. Amen. Also 8, Entschuldigung. Ja? Also Garten, Gott war dort und die Menschen. Und da steht, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn. Also die Menschen haben mit Gott geredet, haben seine Stimme gehört, gesprochen, die Beziehung war dort, oder? Aber es war nicht alles. Stimme des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Gegenwart Gottes war dort. Amen. Also seine Herrlichkeit war dort. Gott hat durch Himmel oder Erde, wir können sehen seine Herrlichkeit. Gott erfüllt alles. Aber die Herrlichkeit war mit Menschen im Garten. Die Menschen haben enge Beziehung gehabt. Seine Gegenwart Gottes war näher. Ist wunderbar, oder? Halleluja. Hast du vielleicht erlebt Gottes Gegenwart? Hast du vielleicht erlebt Gottes Gegenwart in deinem Leben? Hast du erlebt? Ich möchte erzählen nur ein Zeugnis, mein Zeugnis. Vor 16 Jahren, Anfang meiner Glaube, es war eine Zeit in meinem Leben, ich fühlte mich einsam. Also vielleicht kennst du diese Gefühle. Niemand liebt dich, ich war allein auf Seite. Irgendwie, es war ein paar Wochen. Ich habe gebetet, aber ich konnte nicht rauskommen. Und einen Tag, am Samstag, ich war zu Hause und ich wollte einkaufen gehen. Und der Heilige Geist hat gesagt, bleibe zu Hause. Okay. Ich habe gewartet, aber nichts geschehen. Dann, ich wollte wieder gehen. Der Heilige Geist hat gesagt, bleibe zu Hause. Okay. Und dann habe ich gewartet, ich gehe. Ich habe Tasche genommen, zugesperrt, ich war schon auf Stiege. Der Heilige Geist hat gesagt, bleibe zu Hause. Das war so stark, wirklich, ich musste zurück. Ich bin in die Wohnung gegangen, Platz am Bett genommen. Weiß nicht, es war spontan. Ich habe Gitarre genommen, angefangen, Lied zu singen. Erinnere mich genau. Ich habe gesungen, das ist auf Polnisch, aber ich übersetze gleich, auf Polnisch. Pan dobry jest, Pan dobry jest, skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest. Pan dobry jest. Auf Deutsch, Gott ist gut. Schau und kosten, dass Gott ist gut. Und plötzlich, ich habe gespürt, dass ihr Mann hat neben mir Platz genommen. Die Bett hat sich bewegt. Und ich habe gespürt, seine Hand auf meiner linken Schulter hat mich umarmt. Ich habe, von meinen Augen sind Tränen geflossen, angefangen. Immer mehr, immer mehr. Ich habe nicht gesehen, aber ich habe gewusst, dass Jesus gekommen ist. Ich war 100% sicher. Es war Jesus. Hat mich umarmt. Ich habe dann angefangen zu weinen. Immer mehr. Aber es war aus Dankbarkeit. Ich war wirklich, das kann man nicht beschreiben. Und dann, ich weiß nicht, wie lange hat das gedauert. Jesus hat zu mir gesagt, ich liebe dich. Und meine Gemeinde liebt dich. Und betet für dich. Ich habe gespürt, Gottes Liebe vom Fuß bis zum Kopf. Ich bin erfüllt worden. Dann Jesus war weg. Ich habe bis zum Decke gesprungen. Wirklich, glaube ich. Decke bei mir ist 3,5 Meter. Na, aber diese Gegenwart Gottes, wirklich, wenn wir erleben Gottes Gegenwart, wir wollen schon dort bleiben. Du willst niemals zurück. Das ist wirklich, das kann man nicht beschreiben. Also, Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart. Ja? Gott will uns heute offenbaren, seine Gegenwart. Halleluja. Ich glaube, dass Jesus will dich heute persönlich besuchen. Halleluja. Und Heiliger Geist, du jetzt berührst Herzen. Ich weiß. Heiliger Geist, berühre. Offenbare Gottes Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus hat gesagt zu Menschen, wenn du isst von diesem Baum, du musst sterben. Und was ist passiert? Haben gegessen. Und Sünde. Durch Sünde ist auf diese Welt tot gekommen. Ja. Sünde bedeutet, Tod bedeutet Trennung von Gott. Natürlich, unser Körper muss auch sterben. Aber geistlich, durch Sünde, wir sind tot. Wir sind getrennt worden von Gott. Was ist passiert mit Adam und Eva? Gott hat weggeschickt. Vom Garten. Hat gesagt, wenn du isst, du musst sterben. Ist gestorben, Adam und Eva gleich. Sie, Sünde trennt uns von Gott. Das ist sehr wichtig. Und schau mal, wir können lesen zu Hause, Lukas 15, verlorene Sohn. Wir kennen diese Geschichte. Also verlorene Sohn hat gesündigt, ganz kurz, hat gesündigt. Ist von Vater weggegangen und hat alles verloren. Und er hat mit Schweinen geschlafen. Er wollte essen, was Schweine essen, aber niemand hat ihm gegeben. Und er ist zu einem Punkt gekommen, hat erkannt, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Und hat Entscheidung getroffen, ich gehe zum Vater. Haben wir erkannt, dass wir haben gesündigt? Und einziger Weg ist, zu Gott zu kommen. So wie du bist. Dieser verlorene Sohn, hat gestunken, war schmutzig, hat dies gehabt. Und er geht nach Hause, kannst du vorstellen, er geht einen Schritt, vielleicht, nein, ich bin nicht würdig. Vater liebt mich nicht, ich gehe zurück. Hat vielleicht so einen Schritt gemacht, kommt unten, gestunken, kann ich gut vorstellen. Aber andere Seite, Vater hat ihn gesehen, und ist gelaufen. Vater ist gelaufen zu Sohn, hat ihn umarmt, geküsst und er hat etwas Wichtiges gesagt. Er war tot, aber er ist lebendig geworden. Er war getrennt vom Vater. Amen. Tod bedeutet Trennung von Gott. Also durch Sünde, wir sind tot, getrennt von Gott. Halleluja. Das ist wichtig. Und Jesus Christus, heilig, ohne Sünde. Gottes Sohn ist gekommen als Mensch. Als Lamm Gottes hat Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Meine und deine Sünde. Und er ist gekreuzigt worden. Und bevor Jesus starb, er hat gesagt, es ist vollbracht. Das bedeutet, es war Gottes Plan. Gottes Plan. Vater hat Jesus gesandt, mich und dich zu retten. Aber ist nicht noch all, Jesus hat noch etwas gesagt, bevor er starb. Jesus hat gesagt, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Jesus musste sterben. Wir lesen, Lohn der Sünde ist Tod. Jesus ist gestorben für dich und für mich. Jesus ist gestorben. Und warum hast du mich verlassen? In diesem Moment, Jesus heilig, aber in diesem Moment, er hat genommen ganze Sünde. Dieser Moment, er ist Sünde geworden und wurde getrennt vom Vater. Wenn Jesus ist getrennt worden vom Vater, glaubst du, mit Sünde kannst du immer kommen? Niemals. Aber Gott sei Dank, Halleluja, Jesus hat die Opfer, Gott hat die Opfer angenommen, hat Jesus von Toten auferweckt und Jesus lebt. Jesus lebt. Und wenn du glaubst an Jesus, du lebst in Jesus Christus. Halleluja. Das ist die wunderbare Nachricht. Amen. Halleluja. Und wir lesen in Kolosser 2,13. Gute Nachricht. Wir waren tot. Durch Sünde. Alle waren wir tot. Aber Gott, steht Gott, hat uns lebendig gemacht in Jesus Christus. Es ist von Gott gekommen, nicht von uns, nicht von unserer Leistung. Es war Gottes Plan, wenn du in Christus bist, du lebst. Halleluja. Deine Sünde, Jesus hat schon gelöscht. Halleluja. Wir haben gesungen, die Schuldbrief, ja? Ist weg. Ist weg. Du bist vor Gott weiß. Halleluja. Halleluja. Hast du Beziehung mit Jesus? Wo bist du? Halleluja. Spürst du seine Gegenwart in deinem Leben, im Alltag, nicht nur in der Gemeinde, aber von Montag bis Samstag. Sehr wichtig. Und nächste wirklich, das habe ich gelesen, wunderbare Nachricht, aber die Wahrheit. Frage ist, wie kann ich diese Gottes Heiligkeit oder Gegenwart empfangen? Nur durch Jesus Christus. Es gibt keine andere Name. Es gibt keine andere Person. Nur Jesus Christus. Und Jesus hat gebetet zum Vater und hat gesagt, Jesus hat das gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ich habe ihnen gegeben. Halleluja. Aber ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien. Jetzt, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Damit die Welt erkenne, Gott will durch dich seine Herrlichkeit offenbaren auf dieser Welt. Halleluja. Durch dich. Jesus hat gesagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ich habe ihnen gegeben. Bist du in Jesus Christus? Die Herrlichkeit ist in dir. Und Gott will sich durch dich offenbaren, jeden Tag. Halleluja. Preis den Herrn. Und wenn du in Christus bist, du bist neue Schöpfung. Alles ist vergangen. Was du früher gemacht hast, ist weg. Ist niemand nicht mal da. Du lebst. Du bist neu in Christus. Gott hat deinen Geist erweckt, neu gemacht. Amen. Du bist neu. Halleluja. Gestern ist schon Geschichte. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Unser Geist war einfach tot, getrennt von Gott. Aber wenn du Jesus angenommen hast, bekennt, wenn du hast, weißt du, du hast seine Blut in deinem Herzen, zu dir ist gekommen, Heiliger Geist, hat gemacht, du bist lebendig, du bist neu. Halleluja. Neues Leben, preis den Herrn. Halleluja. Zum nächsten Punkt. Ich hoffe, die Zeit ist aus. Ich lese Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Also, nächster Punkt, Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit. Und wir lesen im Römer 10,3, also Gott spricht durch sein Wort. Das ist nicht mein Wort, das ist von Gott. Sie begreifen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Durch diesen Bibelvers erkennen wir, dass es gibt zwei Arten von Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit und menschliche Gerechtigkeit. Natürlich eigene Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gibt auch. Ja. Aber wir haben ein wunderbares Beispiel in der Bibel. Das ist, zwei Männer sind in den Tempel gekommen, um zu beten. Wir kennen diese Geschichte. Pharisäer, der betet: Danke Gott, ich bin nicht so wie der andere. Ich bin ein guter Mann. Ich bin nicht so wie der Ehebrecher. Ich bin nicht so wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzente alles. Ich komme jede Woche in die Gemeinde. Ich bin nicht so wie der andere. Aber der andere Mann, er stand weit weg. Er konnte seine Augen nicht aufheben. Und hat gesagt: mein Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Wer hat bekommen Gottes Gerechtigkeit? Wer ist der zweite Mann? Zöllner. Amen. Welche Gerechtigkeit du hast? Wo bist du? Welche Gerechtigkeit? Eigene? Ich bin gut. Oder Gottes? Aber es gibt keine Vergebung der Sünde ohne Blut vergossen. Es gibt keine Vergebung der Sünde. Und ich frage, wer ist für dich gestorben? Wer hat sein Blut vergossen für dich und mich? Wer? Ich erzähle kurze Zeugnis. Ich bin ja unterwegs nach Polen mit Auto. Ich war schon 8 Stunden unterwegs, 10 Minuten, allein im Auto nach Mitternacht. Ich war schon näher zu Hause. Jemand wollte mich anhalten. Ich habe gesehen, eine Frau, aber ich war so müde, ich bin einfach, fahre weiter, so schnell wie möglich, nach Hause, ins Bett. Aber Heiliger Geist hat mir gesagt, dass ich soll diese Frau mitnehmen. Habe gebremst, zurückgefahren, aber die Frau ist eingestiegen. Sie war über 90 Jahre alt. Ich glaube 92 oder 94. Und sie ist eingestiegen, sie hat angefangen, die ganze Zeit zu reden. Aber ganze Leben erzählt, über Sohn und so weiter und so weiter. Und dann zum Schluss sagt: Danke, mein Engel, ich werde für dich zu Maria beten. Warum wollen Sie zu Maria beten? Wenn alles so machen. Ich war nur der Mutter. Ich war nach Hause. So schnell. Aber innerlich habe ich gebetet: Herr, was kann ich dieser Frau sagen? Warum habe ich sie mitgenommen? Und ich habe die Weisheit bekommen. Und ich habe sie gefragt: Entschuldigung, mit Respekt, 94 Jahre, lebendig, Respekt. Ich habe gefragt: Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Natürlich, mein Engel. Wissen Sie vielleicht, wer ist für Sie am Kreuz gestorben? Sie sagt: Wo Sie überlegt? Jesus Christus. Warum werden Sie zu Maria? Von diesem Moment, sie war still. Gott sei Dank. Ich habe sie zum Bahnhof gebracht. Sie ist ausgestiegen und kommt zu mir. Danke, mein Engel. Ich werde für dich beten zu Jesus Christus. Ich war vielleicht wie ein Engel, aber ich habe die Wahrheit gesagt. Und ich glaube, sie hat angenommen. Halleluja. Also, Gottes, welche Gerechtigkeit hat Gott ist? Menschliche oder Gottes? Nur Jesus. Wir lesen wir Rema 5,9. Vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind. Nur das Blut Jesus Christus kann uns gerechtfertigt machen von Gott. Nur Blut Jesu kann uns unsere Sünde wegwaschen. Amen. Halleluja. Nur Jesus Christus. Aber das ist nicht alles. Werden wir auch durch Jesus gerettet von Gottes Sohn. Es kommt Gottes Sohn, aber du bist gerechtfertigt. Und du bist gerettet von Gottes Sohn. Halleluja. Das ist doppelt gute Nachricht. Halleluja. Und ich habe gelesen Psalm 1, noch Vers 6. Wenn du hast Gottes Gerechtigkeit. Gott sorgt um den Weg der Gerechten. Halleluja. Gott sorgt. Am Anfang haben wir gehört im Garten. Gott sorgt für seine Kinder. Wenn du Gottes Gerechtigkeit hast, Gott sorgt um deinen Weg. Er sorgt. Du brauchst keine Angst haben. Halleluja. Halleluja. Und kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Wie kann ich es alles empfangen? Also Gerechtigkeit, Gottes Herrlichkeit, Gegenwart und so weiter. Durch, das steht, durch den Glauben. Durch Glauben. Es ist nicht aus unserer Leistung. Nur durch Glauben. Und Glaube ist Zuversicht, dass wir bekommen etwas, was wir noch nicht sehen. Das ist die Glaube. Ja? Wenn du etwas siehst, das ist keine Glaube. Und Römer 10,17 ist wunderbare Anweisung. Also, wie komme ich zu diesem Glaube? Also, wie komme ich zu Glaube? Da steht, Glaube kommt aus Predigt. Predigen aber aus dem Wort Gottes. Also, Glaube kommt aus Hören. Ja. Und jetzt, wenn du hörst, zum Beispiel, Krise, es wird noch schlimmer. Keine Geld, Strom, Gas und so weiter. Wenn du hörst, wenn du sprichst, kommt Glaube. Du glaubst. Es ist so schlimm. Wow, was mache ich? Da kommt Angst. Und dieser Glaube kommt zu dir Angst. Das ist nicht richtiger Glaube. Aber es gibt Leute, auch können glauben andere Sachen, zum Beispiel auf Geld. Ich habe Geld, habe alles. Ich bin stark, Sportler, also viel Kraft, ich schaffe alles. Aber es gibt nur eine echte Glaube. Eine echte Glaube. Und die Glaube kommt aus Predigen, aus dem Wort Gottes. Warum dieser Glaube besiegt andere? Warum? Weißt du warum? Himmel und Erde vergehen. Aber mein Wort wird niemals vergehen. Du kannst am Wort Gottes bauen dein Leben, bauen deine Glaube und die Glaube besiegt Angst. Besiegt alles. Und du bist gerettet. Halleluja. Wunderbar. Durch Glaube, wir können alles empfangen. Und noch wichtig, Gott hat uns freie Wille gegeben. Freie Wille. Also, dieser Sohn hat erkannt, da hat gesündigt. Verlorene Sohn. Hat Entscheidung getroffen. Ich gehe zum Vater. Also, Glaube ist auch Entscheidung. Ob ich glaube auf Wort Gottes oder Glaube auf Dinge von dieser Welt. Das ist Entscheidung. Und wenn wir entscheiden uns für Gott und für Wort Gottes, Gott wird deine Entscheidung bestätigen. Oder anders sagen, Gott wird sein Wort in deinem Leben bestätigen. Halleluja. Gott wird seine Entscheidung bestätigen und sein Wort in deinem Leben. Halleluja. Und ich habe noch eine bekommen, dass Glaube spricht. Glaube spricht. Und zum Schluss lesen wir Rema 10, 9. Wenn du mit dem Mund Jesus als Herr bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Also Glaube spricht. Wo bist du? Was spricht deine Glaube? Was spricht deine Glaube? Ich möchte jetzt langsam Schluss machen. Lobpreis vor der Minute. Was spricht deine Glaube? Du hast heute diese Botschaft gehört. Wenn du heute da bist und du lebst noch ohne Jesus, wir alle haben gesungen. Aber wenn du heute lebst ohne Jesus und heute hast du erkannt, ich habe gesungen, so wie alle. Wenn du heute möchtest, dieser erste Schritt machen zu Gott, so wie dieser Song. Dieser Song hat einen Schritt gemacht. Vater hat gelaufen. Vater hat 10 Schritte gemacht. Wenn du einen Schritt heute machst, Gott kommt entgegen. Amen. Das ist sehr wichtig. Wenn du heute da bist, wenn du wirklich, du möchtest diese Gottesgegenwart erleben in deinem Leben. Du kannst deine Hand zeigen. Du kannst deine Hand Gott zeigen. Ich möchte für dich beten. Danke. Ist noch jemand? Amen. Wir können aufstehen. Jesus, danke. Du bist gekommen. Du hast alle unsere Sünden auf sich genommen. Alle Sünden. Und danke, dass wir können deine Gegenwart erleben, deine Liebe erleben und kommen zu dir. Vater, ich bekenne mit meinem Mund, Jesus, ich liebe dich. Ich habe gesungen und ich bringe zu dir alle meine Sünden und bitte dich, vergib mir alle meine Sünden. Vergib mir alle meine Sünden. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du bist gestorben für meine Sünde. Ich glaube, dass du lebst. Jesus, reinige mich jetzt mit deinem Blut. Reinige mich jetzt mit deinem Blut, Jesus. Komm zu meinem Herzen. Ich mache mein Herz auf. Komm zu meinem Leben. Ich lade dich ein. Ich möchte dich erleben. Ich möchte dich erkennen. Zeige mir deinen Weg. Zeige mir deine Wille zu meinem Leben. Danke, Heiliger Geist. Heiliger Geist, komm. Berühre jetzt. Jeder Herz. Heiliger Geist, komm mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe. Erfülle jeden, der heute jemand braucht. Deine Liebe, mit deiner Liebe ist. Mit neuen Gedanken. Halleluja, Jesus. Jesu, ich bitte dich, dass du von jetzt leitest mein Leben. Ich gebe mein Leben in deine Hände, Jesus. Ich lobe dich und ich preise dich, Jesus. Halleluja. Ich liebe dich, Jesus. Halleluja. Du bist so gut. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Gottes Wort sagt, alle, die ihn angenommen haben, denen gab er Recht und Gottes zu werden. Halleluja, du bist Gottes Kind. Du hast diese heute Schritt gemacht. Gott bestätigt deinen Glauben in deinem Leben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Du bist so gut. Deine Liebe ist so groß. Halleluja. Danke. Danke, Jesus. Ich brauche keine Angst haben vor Zukunft. Du sorgst für mich. Halleluja. Du sorgst für mich. Halleluja, Jesus. Halleluja. Danke für deine Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit, Jesus. Auch wenn du, Jesus ist dein Herr, du kannst wirklich Jesus danken. Du kannst Gott danken, was Gott hat in deinem Leben getan. Wir waren alle tot, aber Gott hat uns in Christus lebendig gemacht. In Christus, du lebst ewig mit Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast alle meine Sünden weggenommen, Jesus. Ich preise dich und ich lobe dich dafür, Jesus. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Halleluja. Dein Name ist über alle Namen, Jesus. Name Jesus. In deinem Namen ist die Kraft, ist die Heilung, ist die Befreiung. Halleluja, Jesus. Heiliger Geist. Du siehst unsere Herzen. Du siehst unsere Wünsche. Auch erfülle heute. Erfülle uns mit deinem Gegenwart. Danke, Jesus. Deine Liebe, Jesus. Bestätige unsere Glaube, Jesus. Halleluja. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Am Anfang, wir haben gehört, dass Gott hat so dieses Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen und geliebten Sohn gab, dass alle, was an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir loben dich, wir preisen dich. Halleluja. Halleluja. Singen wir jetzt und kommen wir zu Gott. Halleluja. Du kannst mit deinem Mund zu Gott bekennen. Du kannst seinen Namen anrufen. Halleluja. Amen. Dass du mich gerettet hast, neu gemacht hast, Herr Jesus. danke, dass du heute uns angesprochen hast, Herr Jesus. Unseren Geist erweckt hast, Herr Jesus. Klar erzählt hast. Danke dir, dass du von uns, Herr Jesus, unsere Müdigkeiten, Zweifel auf dich genommen hast, Herr Jesus. Traurigkeit weggenommen hast, Herr Jesus. Herr Jesus, ich preise dich, ich lobe dich, Herr Jesus, in die Ehre von uns allein. Halleluja, Amen, Amen. Geben wir Applaus. Amen. Aus dem Glauben, aus der Dankbarkeit, aus der Freude können wir Abendmahl feiern. Ist das nicht schön? Das ist auch von unserer Seite unser Glaubensbekenntnis. Ja, Jesus, du hast all meine Schmerzen, all meine Krankheit auf dich genommen. Ich glaube daran fest, Herr Jesus. Ich danke, Jesus, dass du für dein Blut hat all meine Sünde reingewaschen, Herr Jesus. Durch den Glauben an dein Blut, an dein Leib bin ich Kinder Gottes geworden. Das ist auch unser Glaubensbekenntnis. Und wenn wir weiter mit dem Glauben Abendmahl teilnehmen, dann der Heilige Geist auch wirkt, Gott auch kommt entgegen zu uns und stärkt unseren Glauben, reinigt, heilt, stärkt unseren Glauben. Amen. Ja, haltet ihr mal gemeinsam. Und die Diener könntet ihr folgen. Ja, danke, Herr Jesus. Danke für dein Blut, für dein Leid. Danke für deinen ganze Hingabe. Wir nehmen mit dem Glauben an, Herr Jesus. Wirke in meinem Geist, Seele und Leib, Herr Jesus. Ich will immer in deiner Gegenwart bleiben. Du bleibst in mir, bei mir, überall, wo wir hingehen, Herr Jesus. Wirke in uns, stärke uns, heilige uns, heile uns. Wir wollen mit dir eins sein, Herr Jesus. Wir preisen dich, wir loben dich. Ich bitte dich, dass du jetzt unseren Glauben segnest, wenn wir dein Leibbrot essen, wenn wir dein Blut trinken. Stärke, Herr Jesus, unseren Glauben. Wirke in uns, im Namen Jesu Christi. Amen. Jesus hat gesagt, es das ist mein Leib. Trinke, das ist mein Blut. Wir wollen, Herr Jesus, dein Leib essen, dein Blut trinken. Im Namen Jesu Christi. Amen. Gesundheit gegeben hast, Fähigkeit, Arbeitsplatz gegeben hast, damit wir, Herr Jesus, aber in der Welt als Salz und Licht, als Christen leben und mit unseren Händen arbeiten, Geld verdienen und auch unsere Familie versorgen und auch Zentren zu Gott, zu dir, für die Gemeinde bringen, damit das Reich Gottes aufgebaut wird. Danke, Herr Jesus. Nimm unseren Glauben an und gebrauche für dein Reich, Herr Jesus. Vor allem bete ich, Herr Jesus, wenn jemand finanziell wirklich unter Stress und Druck leidet, ich bitte dich, dass du ihren Glauben stärkst, Herr Jesus, damit sie auch diese schwierige Zeit durchgehen, mit dem Glauben überwinden. Und dadurch, Herr Jesus, deine Liebe, deine Versorgung, deine Hilfe auch erleben. Gott lässt seine Kinder nicht. Gott versorgt seine Kinder. Gott öffnet die Tür. Gott segnet den Glauben seiner Kinder. Herr Jesus, hilfe uns, damit wir wirklich weiter mit dem Glauben dir nachfolgen, dass wir, Jesus, auch Zeuge Jesu Christi sein können, Herr Jesus. Gebrauche es für deine Herrlichkeit, für die Mission. Und auch wir haben auch, Herr Jesus, verschiedene auch die Missionsfelder, Missionare unterstützen. Ja, Herr Jesus, gebrauche es für dein Reich. Ich bete im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Opfergabezeit ist schönste Zeit, glückliche Zeit. Amen. Bye. Da hinten haben wir Karte. Du kannst auch, wenn du mit uns weiter in Verbindung setzen bleiben willst und Kontakt, dann trägst du deinen Namen und Kontaktdaten. Und wenn jemand noch Gebetsanliegen braucht, für Bitte braucht, du kannst auch deine Gebetsanliegen schreiben. Wir werden für dich beten. Und heute haben wir wirklich eine wunderbare Botschaft, da Richard das erste Mal wir haben einen gesalbten Prediger in der Welt. Noch einen Prediger entdeckt, Amen. Oder? Amen. Oder? Ja. Ja. Und noch eine, wer zur Victoria Haus Hausgemeinde gehört und ungefähr 13 Uhr, 15 nach 13, könntet ihr mal hier zusammenkommen. Dann ich werde auch mal mit euch auch mal kurz Besprechung halten. Okay, dann sonst können wir alle aufstehen. Danke, Herr Jesus, dass du heutige Botschaft so gesalbt hast, uns zu unserem Geiste, Seele gesprochen hast, dass wir, Herr Jesus, wie wir gerettet wurden, wer wir sind, wie können wir den Segen empfangen können, wie können wir deine Herrlichkeit erleben können. Danke, Herr Jesus, dass du wirklich heute deine Gemeinde gesegnet hast, Herr Jesus. Hilf uns, damit wir unter der Woche auch in deiner Gnade bleiben, dass wir nochmal reflektieren, nochmal erinnern, nochmal nachsinnen, dass wir, Herr Jesus, in deiner Gnade bleiben, Herr Jesus. Wir preisen dich, wir loben dich. Ich bitte dich, dass du deine Gemeinde segnest, Hauskreise segnest und auch Beziehung in der Familie, mit der Verwandtschaft segnest und Arbeit segnest. Danke dir. Ich preise deinen wunderbaren Namen. Amen. Okay, können wir gemeinsam Gemeinschaft Raum gehen und wenn jemand auch für Bitte, besonders für die Heilung oder Befreiung braucht, könnt ihr hier vorne kommen. Unser Gebetsteam wird für euch beten. Und der hat